Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind heute am Start mit einer Special Episode, denn es ist die 10. und ihr lest es schon im Titel. Heute geht es nicht um Rating Upgrades, sondern um Skill Upgrades. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Dann machen wir in Zukunft vielleicht ab und zu mal Special Episoden, so alle 5. oder sowas, wo ich Skill Upgrade Predictions raushaue. Das heißt im Endeffekt, dass man quasi sagt, welche Spieler eventuell von 3 auf 4, von 2 auf 3 oder von 4 auf 5 Sternen angehoben werden. Natürlich könnt ihr auch hierfür Vorschläge in die Kommentare schreiben, wenn ihr Vorschläge für die normale Prediction machen wollt. Bitte in die letzte Episode, das ist die 9. Das ist die gestern kam, da könnt ihr normale Vorschläge drunter schreiben. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Links zu Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Auch bei Footy vorbeischauen, auch dazu den Link in der Videobeschreibung. Und wir starten durch mit dem ersten Spieler für diese Episode und sein Name, ja, das ist Kingsley Coman vom FC Bayern München. Momentan 3 Sterne Skiller. Ich habe ihn bereits predicted auf 76er Gold, 69. Rating hat er momentan, ist Silber, aber darum geht es ja gar nicht, es geht ja um die Skills und momentan, wie gesagt, 3 Sterne Skills, das geht gar nicht, denn der Junge ist ein richtiger Dribbling-König, kann sehr, sehr viel am Ball und dementsprechend denke ich, dass ein Upgrade auf 4 Sterne angemessen wäre, das heißt plus 1 im Vergleich zur normalen Karte, ist vielleicht nicht der allerskillvollste Spieler, den der FC Bayern hat, Ribéry beispielsweise ist skillvoll, aber ich denke mal, oder auch Douglas Costa, aber ich denke mal im Vergleich zu beispielsweise Arjen Robben, kriegt Coman schon ziemlich viel rum und dementsprechend hätte er die 4-Star-Skill in meinen Augen zumindest verdient, ist ein Spieler, dem ich sehr gerne zugucke, auch weil er spektakuläre Dinge macht, auch gegen Hannover war er sehr erfolgreich mit seiner Flanke, die Schulz dann per Volleyballabnahme zum Elfmeter konvertiert hat. Von daher denke ich mal, dass man das auf jeden Fall so machen kann. Bin gespannt, was eure Meinung ist und wir kommen zum nächsten Spieler für diese Episode. Das ist logischerweise der zweite und auch der ist relativ interessant, denn sein Name ist Erik Lamela von den Tottenham Hotspur. Er hat momentan 79er Rating. Ich denke sogar, dass er auf 80 hochgehen wird. Dementsprechend habe ich gleich mal die Stats ein bisschen angehoben. 81 Tempo anstatt von 80, 78 und 79 passen anstatt von 77 und 78 und 86 Dribbling anstelle von 84 und dazu noch 58 Physis. Also ab und zu mal so ein bisschen plus 1 und plus 2 beim Dribbling. Allgemein hat er momentan vor Star Skills, hatte ja bereits in Vergangenheit 5-Star Skills, hat unter anderem dieses krasse Rabona-Tor schon für die Tottenham Hotspurs geschossen, in der Euroleague, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber auf jeden Fall denke ich, dass es sein könnte, dass der ein 5-Star Skill Upgrade wieder bekommt, denn er ist einfach ein sehr trickreicher Spieler, ist mit den Spurs momentan richtig gut dabei, in der Premier League eine richtig starke Saison spielen, sowohl sein Teamkollegen Harry Kane, als auch beispielsweise er selber und weil er eben bei der Roma nach seinem Wechsel dahin bereits mal 5-Star Skills hatte, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er die auch dieses Jahr wieder bekommt, zumindest im Winter Upgrade, bin gar nicht sicher, ob ihr überhaupt von 4 Sternen auf 5 Sterne rauf macht, aber sein könnte es natürlich und darüber können wir uns freuen, das wäre eine richtig nice Karte für FIFA 16 Ultimate Team. Nächster Spieler ist wieder eine sehr interessante Karte und zwar Riyad Mahrez, ebenfalls aus der Premier League, wieder ein rechter Mittelfeldspieler, momentan 4 Sterne, es gilt, ist einer der besten Spieler momentan in der Prem, spielt bei Leicester City, die ja momentan Tabellenzweiter in der Premier League sind und hat ja sowieso schon von mir ein Upgrade bekommen auf 76 im Vergleich zu seiner 73er Karte, vielleicht sogar ein bisschen höher mittlerweile, kann ich mir vorstellen, dass sogar auf 78 hochgeht, ihr habt auch geschrieben, theoretisch könnte das sein, aber momentan geht es um die Skills und da hat er wie gesagt, 4 ist aber der vielleicht trickreichste Spieler der Premier League. Wollte gerade sagen, einer der trickreichsten, wenn nicht sogar der trickreicheste der ganzen Liga. Und dementsprechend denke ich, dass da 5 Sterne Skills definitiv angebracht wären, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Allgemein gibt es in der Premier League, glaube ich, gar keinen 5-Star Skiller, wenn ich mich recht entsinne. Glaube ich zumindest nicht, doch Aiden McGeady, genau, McGeady gibt's, aber ansonsten sehr wenige, beziehungsweise sonst überhaupt keine, dementsprechend wäre Maresta der zweite, beziehungsweise einer von wenigen und das hat auf jeden Fall verdient, nachdem was der so raushaut, wäre das angemessen und ich denke mal, das wäre eine sehr nice Karte und werden mir viele zustimmen, schreibt's mir in die Kommentare. Nächster Spieler, der vierte für diese Episode und das ist einer, den ich sehr gerne mag und zwar Alvaro Morata, der Lieblingsspieler vom Hansus, nicht nur im Ultimate Team, sondern auch im Karrieremodus, ist einer der Superstars der letzten Champions League Saison gewesen, allgemein richtig, richtig talentierter und guter Spieler, Real will den ja auch zurück kam, aber der sagt, ich will bei Juve bleiben, weil Real mich quasi weggeschickt hat und das kann ich durchaus nachvollziehen, auch wenn ich Real ja sehr mag. Entwickelt er sich bei Juve prächtig, allerdings die Saison bisher absolut noch nicht ein Faktor gewesen. Hat erst ein Tor geschossen in 15 Spielen. Juve ist ja schlecht gestartet und Dybala beispielsweise spielt deutlich besser als Morata in meinen Augen. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass er 4-Star-Skills bekommt. Dazu möchte ich gerne eure Meinung in den Kommentaren mal lesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das verdient hat, aber an sich könnte ich es mir trotzdem vorstellen. Wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass er kein Upgrade bekommt, weil seine Leistungen einfach dafür nicht ausreichend sind. Aber eine 81er Morata-Karte mit den Werten und dann auch 4-Star-Skills, das wäre wohl der beste spanische Stürmer. Zumindest in meinen Augen, schreibt mir in die Kommentare, was eure Meinung ist. Und damit kommen wir zur nächsten Karte und zur vorletzten Karte für diese Episode. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler und zwar Alain Saint-Maximin von Hannover 96, nicht vom FC Hannover 96, nein, von den Hannoveranern. Der hat momentan 3 Sterne Skills in Ultimate Team. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr dazu sagen. Das Einzige, was der Junge macht,
Wobei, er ist kein Bittencourt. Er kann auch noch ein bisschen mehr. Er hat auch schon ein Tor geschossen. Wunderbares Ding gegen Schalke. Erinnert euch vielleicht. Der Junge wird immer stärker. Gerade jetzt, wo er seine Spielpraxis bekommt, zeigt er, was er kann. Und ist halt einfach ein sehr trickreicher Junge. Der hat extrem viel Spaß damit, mit dem Ball rumzuspielen, ab und zu mal ein paar Skills rauszuhauen. Und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er das Upgrade auf 4... Auf 5 kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Hat er eventuell auch teilweise nicht verdient, teilweise schon, teilweise nicht. Aber 4 Sterne Skills kann ich mir auf jeden Fall schon sehr gut vorstellen. Und ja, das hat auch ein Head-to-Head, von daher brauchen wir da gar nicht groß drüber reden. Ein Upgrade auf Silber kann ich mir auch vorstellen. Head-to-Head hat er 65 als Flügelspieler, momentan ist er Stürmer. Ich habe ihn aber so gelassen, weil ich die Stürmerkarte so sehr mag. Und als 65er Bronze ist er nicht mehr ganz so nice. Aber trotzdem könnte ich mir auch das vorstellen. Theoretisch, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und schreibt mir auch meine... Ne, das mache ich am Ende der Episode. Das mache ich am Ende. Auf jeden Fall 4 Sterne Skills für Alain Saint-Maximin. Letzte Karte ist Leroy Sané vom FC Schalke 04, der Gegner, gegen den er dieses wunderbare Tor geschossen hat. Der hat momentan ebenfalls nur 3 Sterne Skills, was überhaupt nicht geht. Auch den habe ich ja schon predicted, und zwar auf 75 anstelle seiner 70er Karte. Könnt ihr mir da auch eine 76, 77 mittlerweile vorstellen. Aber 88 Tempo, 81 Dribbling, 71 Shooting und 70 passen dazu. Die 4 Sterne Skills, die auf jeden Fall verdienten. Unfassbar trickreicher Spieler, der alle Verteidiger der Liga nass machen kann, vor allem rund machen kann, bis zum geht nicht mehr. Und dementsprechend sollte er nie mit 3 Sterne Skills stehen gelassen werden. Zwar kann man auch mit dem Roulette-Gegner rund machen. Und das Roulette ist ja quasi rund, ne? Also das war jetzt ein Wortwitz, der schlecht war, aber ist ja auch egal. Trotzdem, so ein Chop oder so sollte man mit dem schon machen können und dementsprechend die 4-Star-Skills. Genauso wie bei Saint-Maximin könnte ich mir auch bei ihm vorstellen, dass er in Zukunft irgendwann 5-Star-Skiller wird. Aber schreibt mir in die Kommentare, was glaubt ihr? Könnte man den 5-Star-Skills geben? Könnte man einem von den 5-Star-Skills geben? Weil sie hauen teilweise Sachen raus, die, bei denen man sagen könnte, ja, teilweise aber auch halt nicht so viel wie beispielsweise Douglas Costa. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War ein kleines Special. Ich denke mal, das wird relativ gut bei euch ankommen, denn so Skill-Upgrade-Predictions sind auf jeden Fall notwendig. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass Sabolcs Husti zurück in die Bundesliga kommt zum, ja, Eintracht Frankfurt, nicht zum FSV. Was ist denn los heute mit mir? Zu Eintracht Frankfurt, die verstärken sich momentan relativ gut. Marco Fabian, ja auch schon geholt von, ich glaube, Cruz Azul oder von Guadalajara. Und jetzt, ja, momentan noch Kahn Ayhan im Gespräch und Sabolcs Husti von einem chinesischen Verein zurückgeholt in die Bundesliga. Ich freue mich natürlich extrem darauf, den wieder zu sehen. Ich mag den als Hannoveraner sehr gerne. Wie seht ihr denn das? Mochtet ihr Husti, als er hier war, auch wenn er eventuell nicht bei eurem Verein gespielt hat? Fandet ihr, dass er ein geiler Spieler war? Ich fand, dass der auch für neutrale Fans sehr viel geleistet hat, weil er sehr spektakulär war und ein sehr geiler Spieler. Ich bin sehr traurig darüber, dass er zum anderen Verein geht als Hannover. Hoffe, dass er niemals das Wappen küssen wird, weil das wäre für mich Hochverrat. Der ist zweimal sehr, naja, unehrenhaft gegangen von Hannover. Ich hoffe, dass, naja, er nicht gerade gegen Hannover durchdrehen wird. Aber schreibt mir trotzdem mal in die Kommentare, was ihr vom Sabi haltet und was ihr davon haltet, dass der in der Bundesliga zurückkommt. Was ihr von Frankfurt haltet, von Frankfurt Verstärkung, was ihr davon haltet, dass Bremen sich gar nicht verstärken möchte, was ihr von Hannovers Transferplänen haltet und was ihr allgemein glaubt, was noch in der Bundesliga so an Transfers passieren wird. Und vor allem im Abstiegskampf, wenn euer Verein da drin steht, könnt ihr dazu sogar noch ein bisschen mehr sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, morgen mit einer normalen Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Wunderschönen Tag noch.